Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Video könnte sich ein bisschen in die Länge ziehen, denn es geht um die gestreckte Länge. Mein Name ist Sebastian und ich will euch die Mathematik dahinter gerne ein bisschen näher bringen. Jeder von euch kennt sicher eine Schelle, um etwas Rundes, zum Beispiel ein Rohr oder ähnliches, an einer Wand zu befestigen. Oder eine Dachrinne, in der das Oberflächenwasser vom Dach in die Kanalisation abfließen kann. Aber wie werden diese Bauteile aus unserem täglichen Leben überhaupt hergestellt? Hierfür benötigst du die sogenannte gestreckte Länge, um aus einem flachen, noch nicht in Form gebrachten Material eine Länge für den benötigten Zuschnitt zu erhalten. Wie das genau geht, erkläre ich dir. Vor der Herstellung von Biegeteilen ist deren gestreckte Länge L zu berechnen. Sie ist die abzusägende Länge und entspricht der neutralen Faser des Teils. Die neutrale Faser liegt bei symmetrischen Querschnitten, egal ob runder oder rechteckiger Querschnitt, genau in der Mitte zwischen dem äußeren und dem inneren Biegerradius. Die üblichste Aufgabe in Prüfung der Berufsausbildung ist die sogenannte Schelle. Die Schelle ist ein Bauteil aus zwei verschiedenen Elementen. Die Schelle besteht aus Geraden und aus Kurven, auch Radien genannt. Außerdem hat jedes Bauteil, auch die Schelle, eine sogenannte Materialstärke. In unserem Beispiel beträgt diese 4 mm. Aus dieser Materialstärke resultiert die Position der neutralen Faser. Diese kann man als Mitte verstehen. R ist der Radius, also der halbe Kreis. D ist der Durchmesser, also der ganze Kreis. Die allgemeine Formel für die gestreckte Länge lautet: LG ist gleich L1 plus L2 plus L3 plus L4. Das heißt, wir wollen die Gesamtlänge ermitteln, um festzustellen, wie groß bzw. wie lang der Zuschnitt für das Material sein muss, um die Schelle biegen zu können. Die Gesamtlänge resultiert aus den einzelnen Längen des Bauteils. Das heißt, wir zerlegen das Bauteil in Geraden und in Radien. Wir starten wie zuvor beschrieben mit der Zerlegung des Bauteils und beginnen mit dem Teilstück L1. Ganz wichtig ist, das Bauteil ist symmetrisch. Deshalb orientieren wir uns an der Mittellinie. Außerdem ist es von großer Bedeutung, die Schelle in ihre Teile zu zerlegen. Wenn du alles richtig gemacht hast, solltest du 4 Zerlegungen haben. Das heißt, wir müssen später 4 Ergebnisse für 4 Teillängen errechnet haben. Das Bauteil ist 64 mm breit. Die Symmetrielinie teilt die Schelle auf 32 mm. Nun gilt es herauszufinden, wie ich die Länge für L1 ermitteln kann. Beginnen wir von der Symmetrielinie. Der Radius R10 zeigt auf die innere, auch gestauchte Seite der Schelle und muss von dem Maß 32 abgezogen werden. 32 mm minus 10 mm ist gleich 22 mm. Jetzt sind wir dem Teilstück L1 schon etwas näher gekommen. Weiter geht's. Als nächstes müssen wir den Radius R6 aus unserem zuvor erhaltenen Ergebnis subtrahieren. Aber halt, nicht zu schnell. Wichtig ist zu erkennen, dass der Pfeil für den Radius R6 auch wieder auf die innere gestauchte Seite zeigt. Zum Radius R6 müssen wir nun einmal die Materialstärke 4 mm hinzuaddieren. Wie folgt: 6 mm plus 4 mm ist gleich 10 mm. Nun sind wir fast am Ziel. Wir müssen nur noch die gerade ermittelten 10 mm von unserem ersten Teilergebnis 22 mm subtrahieren. Wie folgt: 22 mm minus 10 mm ist gleich 12 mm. Geschafft! Unsere erste vollständige Teillänge L1 beträgt 12 mm. Die Länge L2 ist nun keine Gerade, sondern ein Radius. Das ist gar nicht schlimm, denn bei genauerem Hinsehen fällt uns auf, dass der Radius wie ein Viertelkreis aussieht und dies entspricht 90 Grad von insgesamt 360 Grad, die ein ganzer Kreis hat. Wichtig ist bei Biegungen, Radien, die Maße so abzunehmen, dass man auf der neutralen Faser ist. Das bedeutet, für die Länge L2 zeigt der Pfeil von dem Radius R6 auf die innere gestauchte Seite. Um nun auf die neutrale Faser zu gelangen, musst du die halbe Materialstärke zum Radius dazu addieren. Wie folgt: 6 mm plus 2 mm ist gleich 8 mm. Nun beträgt dein Radius für die Länge L2
8 mm. Der Radius ist ja nur der halbe Kreisdurchmesser. Um den Kreisdurchmesser zu erhalten, müssen wir den Radius R8 mit 2 multiplizieren. Wie folgt. 8 mm mal 2 mm ist gleich 16 mm. Der Durchmesser D beträgt 16 mm. Als nächstes bedienen wir uns der Formel aus dem Tabellenbuch für gestreckte Längen wie folgt. L ist gleich Pi mal D mal Alpha durch 360 Grad. Das heißt, L ist gleich Pi mal 16 mm mal 90 Grad durch 360 Grad ist gleich 12,56 mm. Unsere Länge L2 beträgt 12,56 mm. Sehr gut. Die Hälfte ist geschafft. Nun kommen wir zur Länge L3. Wieder eine Gerade. Nun müssen wir das rechte Höhenmaß 32 mm beachten. Wir beginnen von unten nach oben in der Zeichnung. Zuerst müssen wir die Materialstärke 4 mm von 32 mm subtrahieren. Also 32 mm minus 4 mm ist gleich 28 mm. Nun stoßen wir auf unseren Radius R6. Dieser zeigt auf die innere gestauchte Seite. An dieser Stelle sind wir schon, weil wir die Materialstärke 4 mm subtrahiert haben und können den Radius R6 unverändert von 28 mm subtrahieren. 28 mm minus 6 mm ist gleich 22 mm. Jetzt fehlt uns noch der Abstand von dem oberen Radius R10. Der Radius R10 zeigt auf die innere gestauchte Seite. Jedoch sind wir hier an der Pfeilspitze nicht am obersten Punkt der Stelle angekommen. Erst wenn wir diesmal die Materialstärke addieren, kommen wir ganz nach oben. Heißt also, 10 mm plus 4 mm ist gleich 14 mm. Als nächstes subtrahieren wir von unserem restlichen 22 mm die gerade errechneten 14 mm wie folgt. 22 mm minus 14 mm ist gleich 8 mm. Die Länge L3 beträgt 8 mm. Super. Die Länge L4 ist wieder keine Gerade mehr, sondern ein Radius. Das ist gar nicht schlimm, denn beim genaueren Hinsehen fällt uns wieder auf, dass der Radius wie ein Viertelkreis aussieht und das entspricht wieder 90 Grad von insgesamt 360 Grad, die ein ganzer Kreis hat. Wichtig ist, bei Biegungen und Radien die Maße so abzunehmen, dass man auf der neutralen Faser ist. Das bedeutet, für die Länge L4 zeigt der Pfeil von dem Radius R10 auf die innere gestauchte Seite. Um nun auf die neutrale Faser zu gelangen, musst du die halbe Materialstärke zum Radius dazu addieren. Wie folgt. 10 mm plus 2 mm ist gleich 12 mm. Jetzt beträgt dein Radius für die Länge L4 12 mm. Der Radius ist ja nur der halbe Kreisdurchmesser. Um den Kreisdurchmesser zu erhalten, müssen wir den Radius R12 mit 2 multiplizieren. Wie folgt. 12 mm mal 2 mm ist gleich 24 mm. Der Durchmesser D beträgt 24 mm. Als nächstes bedienen wir uns wieder der Formel aus dem Tabellenbuch für gestreckte Längen. Wie folgt. L ist gleich Pi mal D mal Alpha durch 360 Grad. L ist gleich Pi mal 24 mm mal 90 Grad durch 360 Grad ist gleich 18,85 mm. Unsere Länge L4 beträgt 18,85 mm. Sehr gut. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden. Nun müssen wir noch alle Teillängen zu einer Gesamtlänge addieren. Wie folgt. LG ist gleich L1 plus L2 plus L3 plus L4. In Zahlen, LG ist gleich 12 mm plus 12,56 mm plus 8 mm plus 18,85 mm. Ergibt 51,41 mm. Fast geschafft. Jetzt haben wir eine halbe Schelle. Da wir natürlich eine ganze Schelle haben wollen, müssen wir das Ergebnis noch mit 2 multiplizieren. Das heißt, LG
ist gleich 51,41 mm mal 2 ist gleich 102,82 mm. Nun habt ihr eure Länge für den Zuschnitt ermittelt. Jetzt könnt ihr euer Material zuschneiden und die gewünschte Schelle nach vorgegebenen Maßen fertigen. Ich hoffe, euch qualmt jetzt nicht zu sehr der Kopf. Falls ihr es noch nicht ganz verstanden haben solltet, schaut das Video einfach nochmal an und rechnet am besten Schritt für Schritt mit. Dann klappt es bestimmt. Habt ihr Fragen zum Thema oder sonst Anmerkungen? Schreibt's unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.